Jo. Ein Panikon. Das kriegen wir ja down, oder? Es ist jetzt nicht dein Ernst, dass ich dir jetzt ein KP nach dem anderen aus dem Rippen knallen muss. Okay. Das wird ein ganz spannender Kampf. Bis ich mal einen Volltreffer lande. Obwohl. Warte mal. Nee, ich dachte, ich hätte jetzt so einen X-Treffer, dass der vielleicht den Volltrefferwert erhöht oder so. Dann schauen wir mal weiter. So. Ja, schade, Junge. Dafür mache ich dich jetzt trotzdem platt. Könnte es mir jetzt theoretisch auch fangen, aber... Kann ich später auch noch. Einfach ein Pudox nachher. Nee. Komm, Meryl. Pam. Pam, Level 5. Wunderschön. So muss das gehen. Ein Pokémon, ein Level. Mach mal so weiter. Mach's nach. Ein Schwalbini. Ah, wenigstens kann das kein Härtner einsetzen, ne? Aber den Angriffswert senken, das ist ungefähr genauso bekloppt. Au. Junge. Junge. Ah, hier, ich hab jetzt voll... Es gab mal, da war Beutel unten, glaube ich. So. Hier, ich möchte jetzt nicht wieder von Volltreffern überrascht werden. Oder von Energiefokus. Er pumpt sich auf, ich mach ihn platt. Jo. Und weiter. Komm, noch eins. Komm, noch eins. Pfiffchen. Ha. Ja. Volltreffer nicht. Erhöht seinen Angriff. Erhöht nochmal seinen Angriff. Was für einen Int-Wert hast du, Junge? Ach so, jetzt könnte ich auch zweimal. Volltreffer. Perfekt. So geht's. Und Level up. Yay, Rutenschlag. Ich möchte eine Wasserattacke. Das können wir eigentlich schon zu den Hohen da in dem anderen Gebiet. Also Hohen, was sage ich? Bin auch nur 2-3 Level höher. Ups. Ich vermisse so ein bisschen die Gameboy-Steuerung. Aber ich habe es jetzt noch nicht hinbekommen, meinen Advance an meinen Laptop anzuschließen, sodass ich das als Bedienensteuerdings nehmen kann. So, greif mich an. Ja. Ein Flummel außerhalb des Tunnels. Okay. Die Attacke ist mies. Bediene ich auch immer noch Runde für Runde stärker?
Ich hoffe nicht. Na, oh, Junge. Junge. Knapp. Aber hat doch geklappt. So. Setzen wir wieder einen Trank ein. Funktioniert ja zurzeit ganz gut. Ich hoffe, du hast noch genug AP, Mädel. Und wieder an der Stelle. Ein Abra. Und was wird dieses Abra natürlich sofort einsetzen? Richtig. Damit ist der Kampf beendet. Das ist so super sinnvoll. Warum, was ist mit den Flummels los? Warum greifen jetzt ständig Flummels an? Wir haben noch 7 AP für die Attacke. Das hier setzt nur Fund ein. Das jetzt setzt es auch vor ein. Oh. Und Level up. Supi. Jetzt mal AP auffüllen. Und KP nebenher auch ein klein wenig. Düp, 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 dü, 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 dü. Uhu, Pfiffchen. Ja, die jammert noch ein bisschen rum. Wie sein Kollege eben. Sind alle immer nur rumjammern. Immer und immer nur rumjammern. Ja, endlich macht das mal das Richtige. Setzt Tackle ein. Zieht mir trotzdem nur 5 KP ab. Was so ein bisschen lächerlich ist. Und noch ein Level aufgestiegen. Also gleich. Jetzt noch nicht. Tackle! Heul doch! Schwalbini kann Heuler. Punkt. Und ich volltreffer dich trotzdem weg. Und es kann Energiefokus. Merke. Und es kann Heuler. Eigentlich könnte ich es jetzt auch fangen, aber nö. Das A. Du bist auf A gedrückt anstatt auf Y. Y ist nämlich A auf der Tastatur. So. Immer noch eins, dann müsste Level up. Und es ist ein Pfiffchen. Los, Kati! Wunderbar. Heul noch ein bisschen rum. Vor Schmerz. Und so weggetackelt wurdest.
Ja, oder tackle selbst ein bisschen rum. Und level up. Boah. Also mal sowas wie Aquaknarr oder Blubber lernen. Ich weiß gar nicht, auf welchem Level ist das erlernt. Aber sobald wir das haben, ist die Arena kein Problem mehr für uns. Wir kommen da wahrscheinlich auch noch mit Lilly einfach durch, problemlos. Aber das Risiko dieser Volltrefferattacke, dem will ich ernsthaft nicht nochmal eingehen. Das ist mir ja auch nie passiert beim ersten Tippen da. Arena-Leiter. Und man steigt hier relativ schnell auch auf mit den Map hier. So. Da. Ein Volltreffer ist einer nach dem anderen. So. Und dann wieder eins und dann Level Up, würde ich mal sagen. Außer es ist ein Käfer-Pokémon wie Ninkada. Das es jetzt nicht ist. Level 7. Herrlich, herrlich. Je höher dein Level, desto mehr EP kriege ich für dich. Und desto mehr holst du mich voll. Und Level up. Also noch ein Level. Dass man hier jetzt auch keine Trainer hat zum Kämpfen. Finde ich ein bisschen schade gemacht für den Anfang. Ein wildes Püppchen erscheint. Und das fängt natürlich mal wieder an rum zu jammern, weil ich seine beiden Brüder gekillt habe. Und es jammert immer noch jetzt vor Schmerzen, weil ich ihm voll in den Arsch getreten habe. Oder Kati. Mit ihren Jiu-Jitsu-Tackles. So. Ein kleines Flömmel. Flömmelchen. Ich sehe es schon kommen. Ein Volltreffer. In die Fresse Volltreffer, ey. Nee, hier, komm. Mach noch einen Aufruhr. Ich habe den Sinn dieser Attacke irgendwie vergessen. Also Nerven, klar, aber ansonsten. 58 EP. Oh, nochmal so 2-3 Map und dann Level 10. Ninkada, schön. Schön, schön. Level 7 ist auch okay für ein Käfer-Pokémon, dann bringt das wenigstens ein paar EP. Warum auch immer die so wenig EP bringen, eigentlich die Käfer-Pokémon? Weil guck mal an, wie viel das ab kann. Jetzt so tackle-technisch. Und eben die anderen beiden, was die tackle-technisch ab konnten. Aber gut, jetzt hat's Herzen eingesetzt. Pam. Schwing. Das war jetzt fies. So. Das hat Kati jetzt so wütend gemacht, dass sie gleich zweimal angegriffen hat.
Ach, doch gar nicht mal so wenig. Aber wir gehen jetzt mal ab hier nachfüllen. Oder wir rennen. Ich plömm. Mich interessiert jetzt gerade gleich nochmal, was in der Pokémon-Schule alles passiert. Gibt's da was?